Oh, hier ist ein Loch. Und es sieht beleuchtet aus. Kann sogar sein, dass ich das war. Ich weiß es nicht mehr. Hä? Und die Leute machen hier nicht echt merkwürdige Geräusche. Könnt ihr sich auch mal auf die Suche nach irgendwelchen Vampiren machen, einfach um sie platt zu machen, um ihren Items zu bekommen. Nein, ich bin nicht gierig. Mm-mm. Überhaupt nicht. Oh, die Sonne geht auf und wir haben schon ordentlich Busch getrimmt. Das ist schön. So muss es sein. Ja, ne, ein bisschen dünn, ein bisschen unterernährt, aber ansonsten geht's denen gut. Aber ich kann ja nichts dafür. Das waren ja deren Vorbesitzer, die sie so mies behandelt haben. Das Blöde ist nur, die sind auch leider sehr sonnenempfindlich. Das heißt, sie werden nicht lange halten. Also gewöhnt euch nicht zu sehr daran, sobald die Sonne raus ist und aufhört zu regnen. Fürchte ich, haben die dann auch keine Lust mehr und gehen. So. Und hier geht dann so ein bisschen die Treppe rauf. Wird auch noch spannend, wie ich das hinbauen soll. Puh, keine Ahnung. Wobei, wir könnten hier das ein bisschen abflachen. Okay, komm mal her, Schaufel. Ich brauch dich mal. Du meine gute, gutste, beste. Ich liebe die Schaufel. Wenn es mal schnell gehen soll. Kann man hier so hoch und dann geht man hier so um die Ecke und dann müssten hier schon die ersten Häuser stehen. Das abzuflachen wird ein Krampf. Jo, was habe ich mir wieder dabei gedacht? Aber sie passen zu Halloween, das stimmt. Apropos Halloween, freut ihr euch schon drauf? Oder spielt das bei euch irgendwie eine große Rolle oder eher weniger? Würdet ihr euch wünschen, es würde eine größere Rolle spielen? Mich würde mal interessieren, ob es hier in, also vor allem in der Berliner Region, weil gut, wir sind hier eh so ein riesen Mischvölkchen. Hier wird es wahrscheinlich eher weniger irgendwas gegeben haben in der Richtung, aber ich weiß nicht. Von Oktoberfest als Erntedankfest mal abgesehen, frage ich mich, ob wir auch sowas haben wie Halloween. Wir haben Kupfer. Jede Menge Kupfer. Und immer noch nicht genug Level. Aber immerhin schon sind wir jetzt bei 24. Das ist mehr, als wir sonst immer hatten. Bin ich schon ganz happy drüber.
Blümchen? Setzlinge. Erde. Das wird langsam. Das ist gut. Holz, 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 Holz. Eichenholz vor allen Dingen. Haben wir so selten bisher. Ich würde mir wünschen, dass es bei mir eine größere Rolle spielen würde. Aber wo ich wohne, ist das sehr wenig, wenn überhaupt. Irgendwo ja schade. Ich meine, es ist ja eigentlich ursprünglich auch eh ein keltisches Fest, ne? Also theoretisch habe ich nichts dagegen, das hierzulande mehr zu feiern. Habe ich Äpfel? Ja. Genau, wir haben keine goldenen Äpfel. Das heißt, ich würde tatsächlich mal gerne ein paar goldene Äpfel herstellen. Weil wir tatsächlich irgendwann unsere Villager haben wollen, brauchen wir goldene Äpfel. Dringend. Ganz dringend. Beziehungsweise den werde ich mir mal woanders. Das Leder ist fertig. Nee. Mau? Was los? So. Wir haben schon wieder Leder. Ihr seht den. Das heißt, wir können mehr Bücherregale machen. Juhu. Apropos, was sagt denn unsere Bibliothek? Wie weit waren wir denn da? War die schon voll? Fast. Fast ist sie voll. Da wollte ich noch was hinhauen. Ja, doch, also ein bisschen kann noch. Am Papier soll es nicht mangeln. Hatten wir hier die Erze? Nee. Dann hatten wir die hier. Ah, da sind sie. Irgendwas anderes noch? Nee. Gut. Level. Wo ist unser Leder, Leder, Leder? Wo ist unser Leder, 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 Leder? Sehr schön. Irgendwann haben wir es voll. Irgendwann haben wir sie voll. Unsere wunderschöne Bibliothek. Nicht heute. Fehlt sie an Beleuchtung? Oh ja, da. Tatsächlich fehlt es da an Beleuchtung. Wo sind meine Laternen? Nicht da? Dann sind die hier. Irgendwo. Wo sind meine Lichter? Na? Was? Ja, fast. 20 Minuten noch, mein Süßer. Hier nicht? Dann sind die doch hier. Wo sind die Laternen hin? Ach hier. Bin nur blind. Alles klar. Ja, ich weiß, wir hängen das jetzt tatsächlich so ein bisschen an die... So. Ein bisschen praktisch an die Regale, aber was soll's. Bevor hier drin noch irgendwas spawnt, was nicht spawnen soll, ist mir das lieber. Und hier ist es irgendwie noch ein Ticken dunkel, ne? Apropos, wie viel Eisen haben wir jetzt? Okay. Gucken wir mal, wie viel Hopper wir daraus machen können. Ich werde mal Holz bauen. Was machst du da? Was machst du da? Mein Stuhl ist kein Kratzbaum, Süßer. Aber du darfst gerne auf den Schoß, wenn du willst. Hm? Okay. Ja? Warte, den hatte ich schon. Danken. Wo hatte ich den hingefragt? Hier ist der Cooking Pot. Okay.
Reinpennen haben wir noch nicht. Oh. Auch Utensil. Auch Utensil. Den da brauchen wir noch. A brick, wood shovel, water bucket. What? Okay. Übertreib halt. So eine Holzschaufel kriegen wir hin, das ist ja überhaupt kein Problem. Bricks haben wir. Tada. Gut, dann holen wir uns kurz einen Wassereimer. Wie teuer. Wir werden noch viel mehr Eisen brauchen. Kurzbrechwirk. Und ich brauche hier in der Bude irgendwie eine Wasserquelle. Geht nicht, dass wir hier ständig aber runter müssen, um Wasser zu holen. Wir brauchen einen Indoor-Brunnen. Da brauchen wir so oder so zum Tränke brauen und so. Das heißt, ich müsste mir wahrscheinlich wirklich so einen Mini-Brunnen machen. Ja. Ich habe noch ein Holz. Holz. Ich werde ja hier wohl noch einen Spaten hinkriegen. Komm schon. Geht doch. Ups. Da haben wir den. Der muss nämlich da drauf. Ich kann kochen! Yay! Okay. Was brauchen wir noch? Von Farmer's Delight bzw. Croptopia. Wir werden noch mehr brauchen. Da gab's den Grape. Juice. Das Ding. Pisten und Hopper. Oh Gott, wo kriege ich jetzt Hopper her? Pisten hier. Ach du meine Güte, noch mehr Eisen. Und Redstone. Holy moly. Ah, mir fehlt an Holz. Ja gut. Wenn wir eins hinkriegen, dann das, ne? Halt nie. So. Pisten. Wo sind sie? Und davon hätte ich gerne noch einen, danke. So, dann haben wir das Ding auch. Mhm. Okay. Was brauchen wir denn noch? Hm. Gucken wir noch mal, was Croptopia noch so alles zu bieten hat. Dass wir die ganze Küche ausstatten. Ich lass mich schon wieder ablenken. Es macht so Spaß, damit zu arbeiten. Ein Küchenmesser haben wir schon. Hier ist der Cooking Pot, ein Skillet. Das können wir auch noch hin. Das Cutting Board haben wir schon. Was ist hier? Miau. Kennt ihr das auch? Ihr macht Überstunden in eurer Küche. So, das ist das Skillet. Was fehlt noch? Mama. Irgendwann haben wir alle zusammen. Redstone Key. Wofür ist der? Okay. Many Ideas Halloween. Das ist auch irgendwie cool. Oh, Pumpkin Lanterns, die sind schön. War gerade nicht, was ich suche. Aber ich glaube, an Küchenutensilien müsste es das eigentlich gewesen sein. Mir fehlt irgendwie noch was. Ich glaube, die hatten noch einen Entsafter. Popcorn. Creamy Corn Drink. Das klingt nicht lecker. Irgendwie. Ich glaube, die kann man fischen oder so.
Mortar und Pestle? Okay. Nee. Was ist großartig, was man alles herstellen kann? Kaffee. Also man kann Kaffee machen, man kann Tee machen, man kann ja Sojasauce herstellen. Das ist so großartig. Bier, Wein, Met, Rum, Pumpkin Spice, Latte. Ey, komm, die müssen wir auf jeden Fall. Das ist ein Ziel. Eins unserer Ziele wird die Pumpkin Spice Latte, oder? Was meint ihr? French Fries, Sweet Potato Fries, also, oh Gott, Donuts. Und es gibt auch ein paar Sachen, die kann man sogar hinstellen. Ich finde das so herrlich. Das Blöde ist nur, ich krieg gerade langsam wieder Hunger. Nur beim Betrachten dieser ganzen Sachen. Kann ich einen Entsafter? Mir war so. Gibt eine Guillotine? S'mores! Es gibt S'mores! Oh, lecker. Weißt du nicht? Marshmallow. Oh, die kann man einfach so machen aus Zucker. Voll cool. Eigentlich ist das völlig falsch, weil Marshmallows besteht nicht nur aus Zucker, die bestehen ja vor allen Dingen auch aus Ei. Gelb. Okay, aber ich glaube, das müsste es dann doch an Küchenutensilien gewesen sein. Was ist das hier? Carbondioxid-Sensor? Was zum Henker? Den Mortar und Pestle, die müssten wir vielleicht noch herstellen. Glowshroom Cap? Oh, die Glowshrooms hätte ich gern. Lass dir schmecken, Silver. Das klingt super lecker. Suppe gab es bei mir heute auch. Richtig schön leckeren Eintopf. Ends Phantasm. Okay, da sind wir noch nicht so weit. Wir müssen irgendwann mal zusammen ins End, oder? Den Enderdrachen erledigen und uns freuen. Was? Frozen Rotten Flesh gibt's auch? Du bist dabei? Beim Enderdrachen? Dann muss ich aber auch online kommen. Wise Oak. Ja. Die weiße Eiche haben wir auch schon gefunden. Die ist großartig. Ach so, beim Schmecken lassen. Das auch. Auf jeden Fall lasse es dir schmecken. Hier gibt es noch ein Knife. Okay. Right-click to configure rope and platforms. Ja. Wofür? Ah. Hier gibt es noch mehr Kerzen. Oh, Candelabra. Witch's Rope. Oh mein Gott, ja. Infused Fabric. Okay, wie macht man diesen Mixing Cauldron? Achso, über mit dem Cauldron und dann. Oh Gott, oh Gott. Das wird so teuer. Wir brauchen so viel Eisen. Selenite? Okay, wo auch immer man das herkriegt? Rock Candy! Inventory Pads, okay. Ich glaube, an Küchenutensilien müsste das tatsächlich gewesen sein. Was haben wir denn hier? Sugar Cookie? Okay. Uncooked Meaty Stew? Meaty Stew? Okay. Uncooked Fishy Stew? Fishy Stew. Okay. Also, das haben wir ein Papi. Oh, schön. Haben wir einen Kitty. Kriegen wir auch noch irgendwann hin. Können wir, glaube ich, irgendwann so bald sogar herstellen. Wir wollten ja sowieso Katzen haben. Das passt ja dann ganz gut. Was haben wir hier? Deathbringer Helmet. First Claw. Okay. Wo man das herkriegt. Es gibt so viele interessante Sachen hier. So toll. Viele Sachen, die ich nie benutzen werde. Aber andere Leute vielleicht. Clay-Jar. Clay-Jar. Okay. Aha. Bis zum Henker. Okay. Dinge. Eine Leviathan Blade. What? Das ist ja cool. Kriegt man die her? Stimmt von irgendwelchen Boss-Mobs. Ich glaube, da müssen wir uns auch mal irgendwann aufmachen. Okay, was brauche ich jetzt?
Item Frames! Item Frames! Und Platz im Inventar. Vor allen Dingen Platz im Inventar. Mal. Bruchstein brauche ich nicht mehr. Das hat sich erstmal erledigt. Ich brauche jetzt das Leder. So, komm mal hier. Also viele Item Frames sollte man ja nicht machen, ansonsten leckt das Spiel so. Wie waren das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich jetzt halbe mal alle. Okay. Weil, wenn ich mir die hier jetzt so hinpacke, dann finde ich die wenigstens immer wieder. Und dann muss ich die auch nicht hier behalten, sondern hab die dann direkt hier. Und das Ding da. Cool. Kann man die Item Frames eigentlich einfärben? Probieren wir es mal. Ja. Kann man nicht einfärben. Macht aber nichts. So weit zur Schnieke. Ja, mal Mortar und Pestle, ne? Gibt's ja auch verschiedene. Quartz Plate. Okay. Ich wollte erstmal den da haben. Ach Gott, ich dachte schon Wunder. Oder halt so. Potions Master. Many ideas. Sieht auch cool aus. Used for grinding recipes. Mindful Transplant. Seed Mixture. What the hell? Okay, wir haben ein paar Dinge auszuprobieren, glaube ich. Genau, das kann hier wieder rein. Genau. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wofür das Ding da ist, aber wir haben es erstmal. Deadly Weapon for Crushing. So, dann hat man das Ding noch. Noch keine Ahnung, wofür das da ist, ne? Aber wenn hier viel zu tun kriegen. Den kann man nicht herstellen. Okay. Ender Powder? Aha. Ich habe noch keine Ahnung, wofür man das braucht, aber wie man es aus. Irgendwo hatte ich Quarz, ne? Wo war mein Quarz? Hier. Auch nur zwei. Von denen brauchen wir nur einen. Den Rest hebe ich mir schön auf. Und dann... Üb. Üb. So. Kann man das da mit reintun? Nee. Warte, machen wir das so. Yeah. Sieht mir aus wie ein Stück Kreide oder sowas und nicht wirklich wie... So. Noch mehr Blumenpötte. Mal was können. Okay.
Hätte total vergessen, dass ich hier noch was hatte. Okay. Warte, die Schüssel machen wir eh drüben. Immerhin ist es. Hallo Timster! Immerhin ist das Küchenzeug. Könnte man zum Beispiel hier reintun. Und dann könnte man hier die ersten Sachen kochen. Theoretisch. Ich muss hier dringend mal Zeug loswerden, ne? Das ganze Stein. Mau, was denn? Ach, warte, das hatte ich ja hier angesammelt schon. Was ist los, Mietz? Okay, mein Kater macht gerade Zicken und sagt, er will unbedingt was essen.